Hallo zusammen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Also irgendwie so das Licht von der Seite mit dem Fenster ist irgendwie doof, oder? Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, jetzt habe ich das Licht von vorne, aber der Hintergrund ist doof. Da muss ich wohl doch noch mal einen anderen Platz finden. Mal schauen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Jetzt bin ich ganz dunkel. Ja, weil das Fenster im Hintergrund ist. Sieht zwar schön aus, man sieht meine Terrasse, aber ihr wollt ja nicht die Terrasse sehen. Ich finde vielleicht noch was. Mal gucken. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. So, jetzt sitze ich da, wo ich eigentlich immer sitze, weil ich in dieser Wohnung hier den besten Platz habe. Aber noch ein Tipp. Jetzt ist es noch besser. Ich habe das Fenster immer noch links, aber ich sitze jetzt ungefähr 2 Meter weiter entfernt und habe mir von rechts eine Lampe gemacht. So bin ich gut ausgeleuchtet. Ich wollte es einfach mal demonstrieren, weil mir das immer wieder auffällt, wenn Leute Videos aufnehmen oder auch wenn man anfängt aufzunehmen. Ich habe den Fehler auch zu Anfang gemacht, dass ich Hintergrundbeleuchtung hatte anstatt vorne. Einfach. Das Licht von vorne und wenn es nur von der Seite kommt, dann muss von der anderen Seite das Gegenlicht kommen. Man sieht das jetzt, es spiegelt sich in meiner Brille, aber dann ist das nun mal so. Kann man nicht ändern. Dafür sehe ich gut aus und ich kann euch alles zeigen. Es ist auch eine Tageslichtlampe. Perfekt. So, ich bin Marina. Ich lebe in Bremen, habe vorher 9 Jahre auf Mallorca gelebt, bin jetzt schon, was haben wir denn jetzt? Juni, heute ist der 13., 12. 12.06.23. Also bin ich jetzt 9 Monate schon wieder in Deutschland. Also die Zeit, die fliegt einfach so weg. Ich wollte eigentlich schon längst wieder aufgenommen haben. Es ging aber leider nicht. Als ich an dem Wochenende, wo ich aufnehmen wollte, war ich krank. Mich hat irgendwie so eine Grippe erwischt, so eine 3-Tage-Grippe, keine Ahnung. Ich habe 3 Tage gedacht, mir, ich bin 90, mir taten alle Knochen weh, Nase dicht, Stimme weg. Ja. Und dann letztes Wochenende, also nicht jetzt, gestern, heute ist Montag, sondern die Woche davor hatte ich hier eine große Einweihungsparty. Oh, richtig toll, aber das macht natürlich unheimlich viel Arbeit vorweg. Ja, jetzt am Wochenende hatte ich irgendwie keinen Bock. Freitag, wir haben Donnerstag gegrillt, wir haben Samstag gegrillt, also mit Sohn und Schwiegertochter. Und gestern war mir so nach, ich mache mal gar nichts. Na? Hab nur ein bisschen in Blumen umgepflanzt für die Terrasse, die jetzt schon fast aussieht wie ein kleiner Garten. Ich hänge mal hinten ein paar Bilder dran. Ja, viele beschweren sich über das Wetter. Ich feiere dieses Wetter gerade. Also ich fühle mich sauwohl. Ich finde es richtig gut. Heute haben wir 27 Grad. Es geht hier zumindest in Bremen ein leichter Wind und es sind ein paar Wolken aufgekommen. Ich liebe es. Viele stöhnen ja, oh, zu warm. Ja, wir brauchen den Regen, das weiß ich. Das merke ich ja selber an meiner Terrasse, dass ich kiezen muss. Und das Wasser ist hier wesentlich teurer als in Deutschland, als in Spanien. Also muss ich ein bisschen aufpassen. Ich vergleiche immer noch sehr viel mit Spanien, stelle ich fest, in vielen Dingen. Nicht böse sein ist halt so, wenn man lange Jahre woanders gelebt hat, dass man zu Anfang vielleicht immer noch mal ein bisschen vergleicht. Ja, ich habe in den letzten 4 Wochen auch nicht viel geschafft. Weil mir natürlich wieder ein beziehungsweise eigentlich sogar 2 Störprojekte dazwischen kamen, wie das dann so ist. Ich stricke ja auch bei dem Wetter alles. Wer mir bei Instagram folgt, der hat das ja schon gesehen. Ja, meine beiden Buffels liegen hier. Na, ich zeige es euch mal eben. Vorsicht, ich heb die Kamera an. Da haben sie es gemütlich gemacht. Meine Wohnung ist schön kühl. Schon fast zu kühl, finde ich. Deswegen habe ich auch die Terrassentür auf. Ach so, was ich zum Anfang noch sagen wollte, ich würde natürlich auch gerne auf der Terrasse aufnehmen. Das Licht ist optimal, der Hintergrund ist toll, alles super. Aber ich wohne hier zusammen noch mit 22 anderen Parteien und gegenüber, also, wie viele Meter sind das? Vielleicht 20, 25 Meter ist schon der nächste Block mit dem Balkon nach hinten raus. Und die Balkone haben hier Ohren und das muss keiner hören. Also. Deswegen fällt das nun mal flach, obwohl es schön ruhig ist. In Spanien war es sehr laut wegen der Straße. Die ist bei mir aber vorne. Ja, dann wollen wir mal dazu kommen, weswegen ihr hier seid. Und zwar geht es ja ums Strickige. Ich häkel sehr selten. Ich nähe noch seltener. Ich möchte gerne, aber
Bei Nähen ist das immer so, oh, erstmal die Nähmaschine aufbauen, dann zuschneiden und bla. Nee, das dauert mir immer alles zu lange. Also da muss ich wirklich richtig Lust zu haben. So, was habe ich fertig? Ach so, ich mache ja jetzt immer diese Einblendung. Da muss ich das jetzt rausschneiden. Erste Rubrik, was fertig ist. Vielleicht mache ich es auch nicht, ich weiß es nicht. Der Schal für meinen Sohn. Schal, ja, im Sommer. Er ist schon etwas länger fertig, kurz nachdem ich das letzte Video aufgenommen habe. Und zwar hatte ich für ihn angefangen, einen Schal im Zopfmuster, den ich auch hübsch fand, bis auf das Ende unten. Das hatte ich euch gezeigt, das ging so auseinander. Das hat mich schon gestört. Aber das Ding war so langweilig zu stricken, dass der immer wieder in die Ecke flog. Mal wieder drei rein und wieder in die Ecke. Und dann lief mir der Coral Reef Sharp, scharf. Schal. Siehst du, ich bin völlig unvorbereitet über den Weg. Und ich hab mir die Anleitung gekauft, weil ich den auch für mich ganz toll fand. Nicht den unbedingt den breiteren, sondern den schmalen. Und habe ihm das Bild gezeigt. Oh ja, der ist schick. Gut. Also, altes Ding aufgemacht, aufgeribbelt und jetzt habe ich ihm den Coral Reef Scarf Schal gestrickt. Der heißt so, weil diese Linien an ein Korallenriff erinnern sollen. So. Ich zeige euch jetzt nur die Hälfte, aber ihr seht, dass das, also es ist wunderschön. Es macht irre viel Spaß zu stricken. Sieht unheimlich schwierig aus, ist relativ leicht. Ich habe schon gehört, dass einige mit der Anleitung nicht klarkommen, wenn man ganz genau das tut, was da steht. Also wirklich zu 100.000%, dann klappt das auch. Ich habe zu Anfang auch gedacht, hä, was will die von mir? Die Anleitung ist von Lisa Hannes. So, dann seht ihr den jetzt mal. Ich kann ihn nicht ganz zeigen. Ja, ich habe die Mitte etwas verlängert. Nicht viel. Ich glaube, so 5 cm oder so. Und mein Sohn hat ihn natürlich auch schon mal umprobiert und der passt das super ihm zwar einmal um den Hals und dann hängen die Enden so über der Brust. Finde er toll. Das Schöne ist bei dem Schal, die Rückseite ist auch schön. Also man kann, beide Seiten sind toll. Und das ist das Tolle an dem Ding. Gestrickt habe ich den aus Drops Charisma. Wenn man ganz genau hinguckt, sieht man, dass ich mich bei einem Rest vertan habe. Da war es, war wohl eine andere Partie, aber ist mir egal, das fällt so nicht auf. Also ich habe es erst nach dem Waschen gesehen, als er auf der Leine hing. Die ist etwas heller, aber das ist nicht schlimm. Ja, also Coral Reef Scarf von Lisa Hannes. Heißt die Hannes oder Hansen? Hannes, glaube ich, ne? Sehr zu empfehlen. Macht unheimlich viel Spaß, war echt schnell fertig. Man kann ihn in der Länge individuell verlängern, wenn man möchte. Also ganz tolles Projekt, war in der Woche fertig. Ganz, ganz schnell. So, und das zweite Projekt, was fertig ist, sind meine Baumwollsocken. Söckchen. Das ist ja, die habe ich schon angehabt. Das ist meilenweit, keine Ahnung, habe ich euch letztes Mal gezeigt, die Wolle und noch ein Rest. In Helix Technik gestrickt. Sieht man gar nicht, eigentlich. Fällt überhaupt nicht auf bei den beiden Garnen, weil die fast gleich sind. Ich habe sie schon angehabt. Sie sind oben viel zu weit. Hier. Ich habe 56 Maschen und verschränkte, ein rechts verschränkt, ein links das Bündchen und sie sind viel zu weit. Tragegefühl, es ist das erste Mal, dass ich mir selbst gestrickte Socken, also selbst Socken aus Baumwollsockengarn gestrickt habe. Wollte das mal testen. Tragegefühl ist okay, also ich mag sie, aber hier oben, das ist viel zu weit und das schlabbert und das sieht voll doof aus. Ich blende euch mal ein Bild ein. Das ist Größe 37, 38. Ich liege irgendwie genau dazwischen. Ich habe mittlerweile noch ein zweites Paar angefangen, aber die sind noch nicht fertig. Die zeige ich euch gleich. Ja. Das war schon das Fertige. Mehr habe ich nicht fertig. Weil ich im Moment so viele Projekte auf den Nadeln habe, weil ich irgendwie Anschlageritis hatte und dann kam noch ein Teststrick dazwischen, den zeige ich euch auch gleich noch. Und noch ein Störprojekt, was mir trotz der Wärme unheimlich viel Spaß gemacht hat. Ich gucke da hin, weil da steht meine neue Clara. Ich hatte hier in Spanien eine Schaufensterpuppe, die hieß Clara.
Die habe ich ja nicht mitgenommen. Die habe ich verkauft. Und gestern habe ich eine Schaufensterpuppe wieder, aber ohne Kopf. Das ist auch klarer. Aber der Vorteil ist, die hat ein Brett als Füße und da habe ich Rollen drunter geschraubt. Sehr gut. Mein Sohn sagte nur, oh, die Wohnung ist ja bald voll. Ich sagte, eine Schaufensterpuppe brauche ich. Wir hatten nämlich gestern so eine ganz tolle Aktion. Walle verschenkt. Ich wohne hier im Stadtteil Walle. Das heißt, gestern zwischen 10 und 20 Uhr haben, wer mochte, wer von der Aktion wusste, es ist von der Seite nebenan.de initiiert, Sachen, die er verschenken möchte, in einem Karton draußen nach draußen gestellt. Oder einfach so. Ja, und da habe ich Clara gefunden. Die zeige ich euch gleich, weil da ist nämlich mein Suchtprojekt drauf. Jo, aber wenn wir gerade mal bei Socken sind, möchte ich euch noch mal was anderes zeigen. Ich muss jetzt nämlich die nachträgliche Ferse lernen. Letztes Jahr habe ich diese Socken gestrickt. Die sind wunderschön. Ich trage sie auch recht gerne, aber sie sind kaputt. Und zwar dieses Bulli-Sockengarn. Da sieht man es. Das ist von KKK, also online. Sensitiv Socks. Ich mag diese Wolle nicht, das war ein Rest. Da habe ich mir ein Tuch draus gestrickt, weil ich die Wolle eigentlich nicht für Socken mochte. Ich mochte die sowieso nicht gerne stricken. Und viele schwören da drauf. Also ganz viele habe ich jetzt schon gesehen, die diese Socken, diese Wolle verstricken. Hier der zweite ist noch schlimmer. An genau der gleichen Stelle. Das heißt, ich werde die Ferse rausnehmen, wie man, hier kann man das gut sehen. Die werde ich raustrennen und werde eine nachträgliche Ferse einstricken. Jemand sagte zu mir, es ist ganz einfach wie eine Bandspitze. Ja, wenn das so ist, super. Weil ich finde es einfach zu schade, diese hübschen Socken wegzuschmeißen. Außerdem sind die nicht mal ein Jahr alt oder wenn überhaupt ein Jahr alt. Das gleiche Problem habe ich allerdings nicht hinten, sondern vorne. Wobei ich vermute, dass ich da Faden nach dem Vernähen zu eng abgeschnitten habe. Dann nehme ich vorne ein Loch. Das heißt, da werde ich die Spitze abschneiden und werde die Maschen aufnehmen und eine andere Spitze dran machen. Die sind auch schon richtig schön verfilzt unten, weil die trage ich auch sehr gerne. Sind auch Helix-Socken. Ich weiß, dass die eine Wolle ist von Lana Grossa und die andere ist Aldi. So. Hat der auch schon vorne? Kann auch sein, dass ich die ein bisschen zu kurz gemacht habe. Nee, der noch nicht. Aber vielleicht mache ich da dann auch die Spitze anders. Warum habe ich den hier mit hergelegt? Nee, auch unten nicht. Nee, alles gut. Vielleicht mache ich beide Spitzen dann gleich, damit sie gleich aussehen. Also wie gesagt, das sind auch Socken, die ich sehr gerne trage. Da habe ich noch einen relativ kurzen Schaft gemacht. Mittlerweile mache ich ihn ein bisschen länger. Ja, das steht mir also auch noch bevor. Das schiebe ich aber gerade im Moment vor mir her. So, jetzt wollt ihr sehen, mein Suchtprojekt. Sachen in Arbeit. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Weil die ist eigentlich zu hoch. Und ich kann die nicht runterstellen. Die ist schon ganz unten. Schiebe euch mal ein bisschen weg. So, also wie ihr, Moment, Kabel im Weg. Ah, der Akku ist noch fast voll. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ist das eine Jacke? Nee, also wartet mal. Ja, die ist nicht ganz in Ordnung, die Clara, weil da fehlt eine Schraube. Da muss ich noch eine Schraube reindrehen. Ich mache das mal anders. Ich nehme euch mal mit. Ich nehme ja nicht mit dem Handy auf, sondern mit einer externen Kamera. So. Also, das ist eine Strickjacke aus einer Raglanjacke, wie man unschwer erkennen kann. Hier ist die Raglanlinie. Da. Im durchbrochenen Rippenmuster. Ich habe keine Anleitung dafür. Und zwar ist das ein Faden hier oben, ein Faden naturfarbene Sockenwolle, ein Faden blaues Sockenwollrest. Aber ein großer Rest, muss ich sagen. Dann geht's weiter. Hier habe ich ein bisschen versucht einzublenden. Dann geht's weiter mit
auch noch naturfarbenes Weiß und das ist ein Opal-Abo-Knäuel. Und dann habe ich wieder versucht, ein bisschen einzublenden und dann ging mir das naturfarbene Sockengarn aus. Deswegen habe ich dann Weißes genommen. Aber im Großen und Ganzen fällt das überhaupt nicht auf. Dann habe ich Taschen eingearbeitet. Ich habe auch schon die Ärmel fertig. Moment. Da habe ich auch die Bündchen ganz lang gemacht. Die gehen mir also fast bis zum Knöchel. Die mache ich allerdings noch halb wieder auf, weil ich mir dann Daumenloch reinmachen möchte. Habe die mit Absicht zu lang gemacht und hinterher fiel mir ein, ach, hättest du ja auch ein Daumenloch machen können. So, wartet mal, jetzt gehe ich noch mal weg, dass ich euch die noch mal ganz zeigen kann. So, also es fällt kaum auf mit dem Unterschied, mit dem Farbunterschied von den verschiedenen Wollen. Ich mache euch nachher noch mal ein schönes Foto. Ist natürlich doof, dass Clara jetzt so groß ist. So. Ich weiß noch nicht, ob ich Knöpfe dran mache. Ich habe sie jetzt nur erstmal so zugemacht, weil ich noch nicht genau weiß, ob ich vielleicht noch eine Kapuze dran mache. So. Jetzt muss ich euch mal wieder hinschieben. Ich stehe im Moment hinter der Kamera. So. Stehe ich eigentlich auch lieber. Zumindest beim Fotografieren. Ja. Ich habe versucht, also die Ärmel sind fast gleich. Ich habe versucht, hier den Farbverlauf auch hinzukriegen und das ist mir eigentlich auch relativ gut gelungen. Im Moment habe ich dran Aktivgarn, Supergarne, ein Flauschknäuel ist immer dabei, das ist schon das achte und diesen Rest. Davon verbrauche ich jetzt noch die Hälfte und dann blende ich ein, aber ich brauche nicht mehr viel. Ich will ja nur über den Po. Das heißt ungefähr dieses Stück, wie Clara auch ist. Mehr brauche ich nicht mehr. Sie ist etwas, ich bin etwas länger als sie im Oberkörper. Ich habe die Jacke gestern angehabt. Ja. Und die stricke ich auch bei 27 Grad. Also da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich mache mal eben die Sicherheitsnadeln auf. Es hat ja einen Grund, dass ich die zugemacht habe. Ihr solltet ja nicht sehen, was dahinter ist. Das wird natürlich eine richtig dicke Winterjacke. Deswegen überlege ich auch noch mit der Kapuze. Das weiß ich noch nicht. Ich habe von allen Garnen noch ein bisschen über. Huch, jetzt fällt wieder dieser Stopper ab. Ah, zeige ich euch gleich eine bessere Möglichkeit, wie ihr das stoppen könnt. Anstatt diese Dinger, die immer wieder abfallen. Muss ich mal gucken. Also und die Taschenbeutel brauche ich ja auch noch. Also ich habe aber noch, ich habe noch jede Menge Wolle und die Taschenbeutel kann ich ja aus irgendeiner anderen blau doppelt genommenen Sockenwolle stricken. Das fällt ja nicht auf. So, jetzt nehme ich die mal eben ab. Heute ist ein bisschen konfus, aber egal. Schmeiß die da drüber, weil da drauf hängt nämlich, wie man unschwer erkennen kann, etwas aus Drops Bell. Das ist der Teststrick für Joselle Kreativ für Johanna. Ein Rundpassenpulli. Für den Sommer habe ich mir da einen Faden gezogen. Nein. Jetzt wollte ich euch den so schön zeigen. Und jetzt ist Clara zu groß. Na gut, dann nehme ich die Kamera noch mal hoch. So. Bisschen weiter runter. So. Farbe ist Kirschrot, Drops Bell, Nadel 4,5. Und wie ihr seht, ist das hier vorne, rot ist natürlich immer ganz schlecht zu zeigen, mit Dreiecken. Ich habe die Ärmel auch schon dran, ganz kurze. Ich habe ihn auch angehabt, beim zweiten Mal hat er gepasst. Ich habe ihn natürlich schon mal geribbelt. Ihr kennt ja, ich und die Ribbelqueen. So, jetzt zeige ich ihn euch mal richtig. Da rutscht ein Rohr, rutscht immer runter und dadurch kann ich die nicht richtig rollen. Naja, auch das kriegen wir hin. So, ich hole euch mal wieder näher ran. Also, Rundpassenpullover, ganz schlicht eigentlich. Das Rot kommt jetzt nicht richtig rüber. Es ist ein dunkles Kirschrot. Wie ihr seht, sind dann so Dreiecke, die immer größer werden. Die Kaufanleitung kommt, ich glaube, Mitte Juli raus. Ich darf aber zeigen, also ich habe die Erlaubnis. Und ich sehe gerade, da ich ja zwei Nadeln eingezogen habe,
Kann ich den hier mal eben überziehen? Vorne, ja. Nacken hat verkürzte Reihen. Die habe ich übrigens bei der Jacke vergessen. Aber okay. Bei einer Jacke ist das nicht ganz so schlimm. So. Also mein Sohn sagte gestern ganz begeistert, oh, die Farbe steht hier aber gut. Wie gesagt, die kommt jetzt nicht so rüber. Ich versuch's mal ohne Licht. Ja, auch nicht. Also es ist ein ganz dunkles Kirschrot, geht schon fast in Bäreton über. Das ist Größe 2. Ich habe genau nach Anleitung gestrickt. Ich hatte erst Größe 3 genommen. Aber die war tatsächlich zu groß. Also 5 cm, also 10 cm insgesamt im Umfang. Also habe ich dann jetzt Größe 2 gestrickt und der passt super. Ich habe jetzt noch, das ist das vierte Knäuel. Da habe ich noch eine, das habe ich erst angefangen, das ist vielleicht knapp zur Hälfte weg. Ich denke mal, dass der diese Woche noch fertig wird. Es hat keine Eile, aber ich möchte ihn von den Nadeln haben, genau wie die Jacke, damit ich meinen anderen Projekten auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit widmen kann. Noch ein kleiner Tipp von mir. Also erstmal nehme ich, das habe ich von einer anderen Podcasterin, von einer anderen YouTuberin, wie heißt denn die noch? Irgendwas mit C. Jedenfalls diese Clipper hier, die es ja überall gibt. Hier hinten in diese Verbindung passen genau die Seile rein. Die gehen also auch nicht kaputt und werden auch nicht gequetscht. Bei zweien kann man sie nicht so gut ziehen. Bei einem kann man, Hauptsache die Nadeln rutschen nicht runter. Den Tipp fand ich super, habe ich gerne übernommen. Zweiter Tipp, wenn ihr in Runden strickt und ihr habt auswechselbare Spitzen, nehmt zwei verschiedene zum Stricken. Wie hier zwei verschiedene? Ganz einfach. Das ist jetzt Zink. Na, das ist eine 4,5. Das ist die Nadel, mit der ich abstricke. Also die rechte. Die linke ist eine 3,5. Und wisst ihr warum? Weil dann die Maschen über die 3,5 viel leichter flutschen, als wenn ich da auch eine 4,5 nehme. In Runden ist das egal, weil ich stricke immer die linke Nadel ab. Immer. Ich drehe ja nicht. In Reihen bei der Jacke zum Beispiel geht's nicht. Da muss ich beides die gleiche nehmen. Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich ribbeln musste. Und wenn ich ribbel und habe keine Rettungsleine drin, dann nehme ich die Maschen immer mit einer kleineren Nadel auf. Meistens sogar so mit einer Zweier oder 2,5. Dann kann man die besser aufnehmen. Und dann stricke ich die ja auch ab und habe gedacht, oh, das flutscht aber gut. Gut, eine Zweier war mir jetzt ein bisschen zu dünn. Aber wenn ich jetzt, bin ich auf der richtigen Seite? Natürlich nicht. Ich stricke ja immer mit der rechten Nadel ab, wenn ich rund stricke. Das ändert sich ja nicht. Und hier flutschen die super rüber. Gut, bei Chagu eh, ich habe sie ja jetzt extra auf zwei Nadeln gezogen, aber es ist noch wesentlich einfacher. Das ist, glaube ich, auch besonders gut für Leute, die feststricken. Ich stricke ja nicht mehr ganz so locker wie früher, aber auch nicht fest. Und ich finde es trotzdem super angenehm. Ja, also das Shirt heißt, sie hatte erst einen Namen, den Luft konnte sie aus Urheberrechtsgründen nicht nehmen. Johanna, hilf mir mal. Triangulo? Ja, ich glaube, Triangulo wird es heißen. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich schreibe es unten rein. Da. Wisst ihr Bescheid. Also macht Spaß. Absolut anfängertaugliche Anleitung. Und ganz easy, wenn man sich nicht vertut mit der Größe. So wie ich. Ich habe so viel zugenommen, dass ich gedacht habe, ach, nimm mal lieber eine größere Größe. Nee, das war dann einfach eine Größe zu viel. Ja, das sind die beiden Sachen, die im Moment hauptsächlich in Arbeit sind. Ich muss mal eben was trinken. Einen Moment bitte. Ja, ich trinke auch bei 27 Grad Kaffee. Ich trinke auch bei 37 Grad Kaffee. Und dann hatte ich euch beim letzten Mal, glaube ich, schon gezeigt, den. Ja. Wieder sehr gut vorbereitet, Marina. Hast du gut gemacht. Den habe ich ja schon mal gestrickt. Auch von dieser Hannes. Da habe ich, glaube ich, nichts weiter gemacht. Auch diesen Wrap.
Der ist noch genau da, wo er vorher war. Der macht mir im Moment auch ehrlich gesagt nicht mehr so viel Spaß. Ein zweites Mal stricken war, glaube ich, gar nicht so eine gute Idee. Und ich weiß auch noch nicht, ob mir das mit dem schwarzen Absatz hier so gefällt. Deswegen liegt er noch. Vielleicht ribbel ich nur noch mal. Ich weiß es nicht. Ich bin ja die Ribbelqueen. Wenn mir das nicht gefällt, wird's geribbelt. Fertig. So produziert man wenigstens keine UFOs. Wie heißt denn der noch? Bin ich denn völlig daneben? Ich guck mal in meine Projekte. Ich habe alle meine Sachen, die es als Anleitung bei Ravelry gibt, eingepflegt. Auch die alten. Ich will kein Geschenk. Hallo? Da. Ravelry. Glaubst du, ich komme jetzt da drauf? Den haben doch Tausende gestrickt, diesen Wrap. Schal, was auch immer. Im Moment spinnt hier alles ein bisschen. Ich habe das Tablet eine Zeit lang nicht angehabt. Da ist er doch. Ach so, jetzt willst du, dass ich mich einlogge? Okay. Entschuldigung. Mein Tablet ist auch nicht das schnellste. So, gucken wir doch mal. Mein Profil, wo ist es denn? Da oben. Oh, ich habe eine Nachricht. Nee, Notizbuch. Projekte. Entschuldigung, ich bin schnief seit Wochen. Pinecone Wrap, genau. Das war der Pinecone Wrap. Dann habe ich noch in Arbeit den Eri. Da ist auch schon seit Ewigkeiten nichts mehr dran passiert. Den Coral Reef Scarf könnt ihr auch sehen. Die Decke mit den grünen Quadraten ist auch schon seit einem Jahr nichts mehr dran passiert. Oder fast ein Jahr. Dann habe ich angefangen, ein Tuch, das ist da auch drin. Das heißt Tahitian Sunset. Und zwar ist das ein Zwischending aus Tuch und Schal. Also ich fand es ganz toll. Ich zeige euch mal das Foto. Mach mal Vollbild. Ach so, auch noch was. Den Tipp habe ich, glaube ich, von Cindy gekriegt. Wenn ihr was am Tablet zeigt, nicht so zeigen, sondern so von oben, dann kann man es meistens besser sehen. So, da sieht man jetzt im Moment, spiegelt sich was. Es sieht also aus wie ein Tuch, ist aber hinten zusammengefasst. Ich finde das super praktisch. Man braucht es einfach nur über den Kopf schmeißen. Ich guck mal eben, ob ich das Bild finde, wo man das sieht. Da. Oh, jetzt sag nicht, mein Ton ist schon wieder verzögert. Ich hoffe nicht. Also das finde ich voll cool. Das habe ich in Arbeit aus zwei Bobbelresten oder kleinen Bobbeln. Das ist einmal blau, grau und schwarz. Das ist ein dreifädiger Bobbel. Nun stell doch scharf, komm. So, jetzt. Vielleicht. Jetzt. Da seht ihr das genau. Und dann hatte ich erst ein helles Grau dazu genommen, das sah aber doof aus. Und dann habe ich jetzt hier noch so einen Rest. Das ist auch ein Restbobble von irgendeinem Projekt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist der Lola-Bobble, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und bin jetzt aber auch erst so weit. Das Lochmuster hat mich zu Anfang, habe mich das richtig geärgert. Das ist ein ganz einfaches, easy Projekt. Man nimmt halt nur auf der einen Seite zu, hier auf der linken. Ich habe das mal umsonst bekommen, die Anleitung. Ich glaube aber, es ist eine Kaufanleitung. Moment, ich guck mal eben. Die war, glaube ich, mal in der Aktion kostenlos. Ja, es ist eine Kaufanleitung. War mal kostenlos, habe ich mir das mal eben schnell geschnappt. So. Und das Ding hat, glaube ich glaube, sechs Wiederholungen. Entschuldigung, sechs Wiederholungen von dem schwarzen Lochmuster. Und dann geht es irgendwie weiter. Keine Ahnung. Wundert euch nicht hier unten. Ich habe
diese Klemmen nicht nur für Bobbel, also zum Faden festmachen, für mich entdeckt. Ich habe hier einen ganz langen Endfaden gelassen, weil ich dachte, da soll man ja bestimmt irgendwie zusammennähen. Und deswegen, und das habe ich dann einfach so festgeklippt, damit mir das nicht immer in die Gegend rumfliegt. Also diese Clips und also Clips im Allgemeinen finde ich richtig gut. Das ist ganz weich. Und blau ist ja sowieso im Moment mein Beuteschema. Also, aber wie gesagt, in den letzten 14 Tagen auch daran nichts passiert. Ah ja. Ja, das ist ein Lola-Bobbel. Der Rest, der schwarze. So verbrauche ich so langsam aber sicher meine Reste und meine ganzen überhaupt so Riesenwollvorrat. Ja. Was mir übrigens aufgefallen ist, ich habe letztens ein paar Videos gesehen von Joselle Kreativ. Ich habe ja fast 4 Monate überhaupt keine Videos geguckt. Und da habe ich gesehen, dass sie auch Häkeltaschen macht, aber sie näht dann daraus richtig Taschen, ne? Also nicht einfach mit so einem Stoffbeutel eingeklebt wie bei mir. Habe ich aber nicht bei dir geklaut, Joselle. Habe ich tatsächlich einfach so, hatte ich die Idee. So, was haben wir denn noch in Arbeit? Ach ja. Ich hatte euch doch erzählt, dass ich bei Woolworth diese pinke Wolle gekauft habe. Ja, ich habe gerade geguckt, was Nina macht. Ich habe vergessen, ihr die Windel umzumachen. Die ist sehr dünn. Da sind 245 Meter auf 100 Gramm. Also ist schon ziemlich dünn, finde ich. Oh, Entschuldigung. Und da habe ich halt auch was gesucht, was ich daraus machen könnte. Und das habe ich, glaube ich, noch nicht. Nee, das habe ich noch nicht in meinen Projekten drin. Nö, das fehlt noch. Jetzt muss ich mal eben überlegen, wie das heißt, weil ich druck mir ja Anleitungen nie aus. Also, ich habe damit auch einen Rundpassenpulli angefangen, schon zweimal, weil das erste Mal gefiel mir nicht. Hier habe ich auch wieder, hier habe ich noch gleiche Nadeln drin, weil das mit den zwei verschiedenen Nadeln hatte ich erst letztens die Idee. Das werde ich aber auch ändern. So, da bin ich auch noch nicht weit. Mensch, wie heißt denn der noch? Moment, ich guck mal eben. Ich habe den ja in meinen Favoriten drin. Das ist nämlich eine kostenlose Anleitung. Und in meinen Favoriten habe ich nur kostenlose Anleitungen drin. Heißt sie? Vorhin hatte ich den Namen noch. Oberteile. Ich habe es auch sortiert. Ich habe mir richtig Arbeit gemacht letztens. Das ist ein Sommeroberteil. Kostenlose Anleitung. Die war jetzt auch in der Ravelry-Gruppe drin bei Facebook. Da bin ich ja auch drin. Da sind immer kostenlose Anleitungen drin. Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, ich nehme das Video gleich nochmal auf. Moment. Also so konfus wie heute. Alberta Sunshine heißt es, genau. Ich zeig's euch in Knit Companion. Da hätte ich auch gleich reingucken können. Ne? Wäre vielleicht ein bisschen einfacher gewesen. So. Mach das Bild mal ein bisschen größer. Auch ein Rundpassenpullover. Was man hier jetzt. Moment, ich mach das mal eben hoch. Bei dem Foto schlecht sieht, bei dem etwas besser. Sie hat die Lochmuster in einer anderen Farbe gestrickt. Und das hatte ich auch erst vor, aber das gefiel mir überhaupt nicht. Eine kostenlose Anleitung zeige ich, blende ich auch unten ein und auch natürlich wieder in den Notizen unten. Macht sehr viel Spaß. Und ich bin noch nicht weit. Also hinten mit verkürzten Reihen. Bin noch nicht weit gekommen. Macht aber sehr viel Spaß. Und wenn die anderen zwei Sachen fertig sind, dann kommt erstmal der, weil den kann ich dann ja jetzt auch bald anziehen. Schal brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja. Was haben wir denn noch? Also die Wolle
Die Knäuel sind so locker gewickelt, das tüttelt sich alles auf. Ach so, dann mache ich wieder die Dingens rein. Am Sonntag? Nee, am Samstag. War ja Stricken in der Öffentlichkeit Tag, Knit in Public Day. Worldwide. Habe ich auch mitgemacht, aber bei uns im Park war nichts los. Habe ich nur ein kurzes Foto, habe ich bei Insta gepostet. Ich habe dann von der Wolle nochmal ein Paket gekriegt, weil ich dachte, ich komme vielleicht nicht hin. Aber wenn ich das jetzt sehe, wie wenig ich bei dem Triangolo brauche, denke ich, dass ich damit dicke hinkomme. Vielleicht kann ich mir dann nochmal so ein ärmelloses Top oder so machen. Wo so langsam mit meinen Winkelarmen ist das auch nicht mehr so. Aber egal. Ja, und dann haben wir noch meine Merino-Decke. Und ihr könnt jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich habe sie wieder geribbelt. Und zwar ist das ja die mit diesem tollen Rechts-Links-Muster gewesen, was ja nur mit rechten Maschen gestrickt wird. Da muss ich euch gleich auch noch was zeigen und blende ich auch was ein. Weil es gab ja viele Kommentare, oh, das Muster ist toll, da kann man doch bestimmt auch irgendwas anderes von machen. Ja, da hat auch jemand was anderes von gemacht und super toll, aber das zeige ich euch gleich. Das Muster heißt, ach, das habe ich hier schon gar nicht mehr drin. Ja, jedenfalls, ich weiß gar nicht genau, wie ich darüber gestolpert bin. Ich bin auf der Seite von Rowan gelandet. Und was ich gar nicht gewusst habe, Rowan hat unheimlich viele Anleitungen für Decken. Die machen auch Karls und Karls mit C. Und Lina macht Alarm draußen. Und da habe ich eine Decke gesehen. Da habe ich gedacht, boah, wie geil ist die denn? Entschuldigung, darf man das sagen? Ja. Ich glaube, da ist jemand auf dem Gerüst oder eine Taube. Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich gedacht, die geht ja auch in Resten, weil die ist aus. Moment, ich sag's euch gleich. Das ist ein Karl gewesen aus 2020. Aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 verschiedenen Farben. Wenn man diese Decke mit dem. Oh, komm her, Digge. Ich musste meinen Teppich wegschmeißen, weil der dreckig war und nicht mehr zu reinigen ging. Und vom Laminat aufs Sofa ist nicht mehr so einfach. Der neue kommt Mittwoch. Die Original-Rowan-Wolle kostet für diese Decke 350 Euro. Also das finde ich schon heftig, ne? Und ich habe ja so viele Merino-Reste. Und dann habe ich gedacht, da kannst du das so bunt und durcheinander machen, wie du willst. Das passt wunderbar. Das ist nämlich auch ein sogenanntes modulares Stricken, weil du immer Stück für Stück wieder was machst und dann anstrickst oder zusammennähst. Es wird nicht nur genäht, es wird auch gestrickt. Meinst du bist jetzt die Hauptdarstellerin gerade? Ist sie doch, ne? Oder? Was meint ihr? Sie versteckt sich jetzt wieder. Da habe ich gedacht, dann machst du die Decke und habe die anderen noch mal aufgeribbelt. Ich zeige euch jetzt mal die Decke. Blende mal alles aus hier. Das ist jetzt das Hauptbild. Ich verlinke euch die ja unten auch. Also, das sind alles verschiedene Muster in Einzelteilen, teilweise gestrickt, teilweise zusammengestrickt. Einfach nur geil. Der erste Teil ist das. Nee, da. Nee, da. Moment. Das da unten. Das zeige ich euch, das habe ich nämlich fertig. Also das ist der erste Teil. Ein Fünftel vom ersten Teil. Nina, ich kann dich jetzt nicht streicheln. Nein. Das geht jetzt nicht. Ich weiß, dass du das doof findest. Also, man braucht von diesen Quadraten vier Stück.
und schwer zu erkennen. Schulztechnik, ne? Allerdings nicht mit drei Maschen zusammengestrickt, sondern eine rechts verschränkt zusammenstricken und einmal normal rechts zusammenstricken, dass keine Mittelmasche in dem Sinne entsteht. Und die laufen ganz bewusst einmal zusammen und einmal auseinander. Also, daran habe ich schon ganze Zeit gestrickt, weil das fängt an mit, weiß nicht, 66 Maschen oder so. Die Anleitung ist kostenlos, umfasst irgendwie 30 Seiten oder so. Davon brauche ich vier. Und ich brauche dann noch mal eins mit 9. Das ist nämlich die Mitte. Ich habe, das macht das so, dass ich, hier ist blau die Hauptfarbe, also das dunkle Blau. Beim nächsten ist weiß die Hauptfarbe, da habe ich mir die Wolle schon zusammengepackt. Dann habe ich noch sehr viel von Jenny, von, das ist Petrol. Das ist die zweite Hauptfarbe in diesen Rechtecken. Nee, die dritte. Und die vierte ist Anthrazit. Und in der Mitte mache ich von jedem zwei und von dem mit dunkelblau drei. 2, 4, 6, 8, 9, genau. Bis ich so weit bin, ist glaube ich schon Weihnachten. Weil die läuft ja nebenher. Und dann ist in der Anleitung auch genau beschrieben. Moment, ich zeige euch das mal. Zum Beispiel hier. Ich kann das ja zeigen, weil es ist ja eine kostenlose Anleitung. Das ist also wirklich hoch. Na. Das ist also wirklich super beschrieben, in welche Richtung die verlaufen müssen. Na? Da, jetzt sieht man es. Na? Unten auch, dass sie also ein Gegengesetz laufen. Ganz toll beschrieben. Und es gibt bei jedem Abschnitt so eine Grafik. Ich zeige euch mal die letzte, glaube ich. Ja. Es sieht dann im Prinzip, ist das dann die Decke. Aber es wird in jedem Abschnitt ganz genau erklärt, was man machen muss. Und es gibt diese Anleitung sogar auf Deutsch. Was mir im Prinzip egal gewesen wäre, aber finde ich gut. Wobei ich mir beide runtergeladen habe, weil die Übersetzung ist manchmal nicht so die beste. Aber das kennen wir ja schon. So, da steht dann auch genau, hier nennen die das Freigabe. 1, 2, 3 und so weiter. Es gibt, glaube ich, 6 oder 7. Also es ist mit Hebemaschen, mit Zopfmuster. Teilweise wird das angenäht, teilweise wird es direkt dran gestrickt. Also ich finde es toll. Und wenn die Decke fertig ist, die ist auch richtig, richtig bunt. Hier, das sieht auch aus wie Hebemaschen. Ja, es sind aber verschiedene Hebemaschenmuster. Zopfmuster. Könnte auch Hebemaschen sein und Lochmuster. Also ein Projekt, das ein bisschen länger dauert, aber da das in Modulen gestrickt wird, ist das nicht so langweilig, weil die andere Decke war mir schon wieder zu langweilig. Ich bin ja so schnell gelangweilt. Das ist ja das Dumme. Genauso mit dem Pullover. Ich habe mich gestern hingesetzt, tatsächlich am Abend, und mich mehr oder weniger gezwungen, beim Serie gucken, weiter zu stricken, obwohl ich überhaupt keinen Bock hatte. Aber ich will ihn endlich fertig haben, weil einfach nur glatt rechts runter ist halt langweilig. Ja, also wie gesagt, das ist fertig. Ich habe natürlich immer noch meine Reste, deswegen 1000 Fäden. Was bei der Decke natürlich nicht so schön ist, wie im Gegensatz zu der anderen, die Rückseite ist natürlich nicht hübsch. Oder nicht so hübsch wie bei der anderen, wo beide Seiten ja gleich aussehen, wo nur die Dominanz der Farbe sich ändert. Naja, okay, ist halt so. Zwischendurch werde ich dann auf alle Fälle schon mal die Fäden vernähen. Das macht mir ja nichts aus, das ist ja für mich auch so ein bisschen wie Beruhigung. Also das stört mich ja gar nicht. Heute auch wieder gelesen, da lag ein Pull, hatte einen Tuch liegen, da hätte sie, musste sie nur noch Fäden vernähen und spannen. Und das lag schon über ein Jahr. Kann ich nicht, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber so ist es nun mal bei manchen, ne? Ja, Pläne habe ich insoweit erstmal keine, außer dass ich den Kram jetzt erstmal alles fertig mache. Ich habe auch schon wieder zwei Tüten, zwei Projekttaschen liegen mit Sachen, die ich noch machen will. Ich hatte angefangen, den neuen von,
bin heute wirklich, mein Kopf ist leer. Nikolor, genau. Und zwar aus dem pinken Garn hatte ich den angefangen. Der ist genauso langweilig. Das ist ein geiles Prinzip, ein total klasse Prinzip, passt bei jeder Wolle, wirklich klasse, so wie das bei ihr, man das bei ihr kennt. Aber mir war das zu langweilig, immer nur im Kreis. Ohne Muster oder irgendwas dazwischen. Aber den Roundabout werde ich noch stricken. Da habe ich die Wolle auch schon liegen. Wenn die Jacke fertig ist, dann habe ich noch eine Idee für eine etwas dünnere aus Charisma in Blockstreifen. Aber das weiß ich noch nicht, ob ich da eine Rundpasse mache oder ob ich da Raglan mache. Ich stricke ja eigentlich am liebsten Raglan. Apropos Raglan. Der hier ist wie beim Ranunculus. Je nach Größe macht man hier auch noch ein paar Raglan-Zunahmen. Das ist ja beim Ranunculus auch. Und deswegen rutscht der ja nicht so hoch hier oben. Das ist übrigens, finde ich, eine geile Idee. Auch total klasse. Ja. Was ich euch noch vergessen habe zu zeigen, was ich noch in Arbeit habe, ist in meiner schönen Moin-Tasche. Da wurde ich gefragt, ob die gute Dame, die auch online verkauft, macht sie leider nicht. Ich war noch mal da, habe nachgefragt. Und zwar sind das die Socken aus der Aktiv Sommersockenwolle. Da ist sie. Und zwar von Supergarne. Aktiv Cotton Stretch. Die ist sehr dünn, 460 Meter auf 100 Gramm. Da sieht man auch den Farbverlauf rechts. Wie gesagt, ich bin ja voll im Blaufieber im Moment. Das werden auch Söckchen. Da habe ich aber, weil mir das andere Bündchen ja zu labbrig war, habe ich hier jetzt nur 52 Maschen angeschlagen. Hab das Bündchen doppelt so lang gestrickt und habe dann auch nur 5 Reihen gestrickt, bevor ich die Käppchenferse angefangen habe. Das kommt jetzt bei euch blauer rüber, als es ist. Es geht mehr ins Türkis. Ach, ich habe ja vergessen, das Licht anzumachen. Ich habe nämlich gerade kurz eine Pause gemacht. Das habt ihr ja mitgekriegt. Der kurze Schnitt. Ich musste mir mal eben meinen Schluss angucken, weil ich die Socken ja auch vergessen hatte. Und ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen, was eigentlich an den Anfang gehört. Aber egal. Ja, dann habe ich zur Käppchenferse hin Maschen zugenommen, dass ich wieder auf meine 56 Maschen komme. Ich habe ja sehr schmale Füße. Was ich noch machen werde, und zwar jetzt so ungefähr in der Mitte des Fußes, werde ich so ein 2 cm Rippen mit einstrecken, damit es fester ist. Das will ich mal ausprobieren. Das habe ich bei gekauften Socken auch, die ich kaum noch trage, aber das wollte ich schon immer mal ausprobieren, habe es irgendwie immer vergessen. Bei diesen will ich es jetzt machen. Und ich stricke es tatsächlich mit 2er Nadeln. Und da habe ich im Moment irgendwie so gar keine Lust zu. Ich habe mir das Knäuel aufgeteilt. Ich wickel mir dann hier mal 2 Bobbel, weil ich ja immer 2 Socken gleichzeitig stricke. Und es ist halt so, ja, der Farbverlauf wiederholt sich halt immer und das ist mir dann auch schon wieder zu langweilig. Ich bin im Moment elendig schnell gelangweilt. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Mir fehlt noch mal so richtig eine Herausforderung. So, die Banderole da wieder rein. Was ist denn hier noch drin? Ach, noch von der Charisma ist da noch was. Ja, Coral Reef Shawl, Drops Charisma, Nadel 4. Beginn 4.5.22. Jo. So, was ich noch ganz, ganz Wichtiges vergessen habe. Ich habe 2000 Abonnenten. Also heute Morgen waren es, glaube ich, 2005. Und zwar letzten Samstag, als ich die Party hatte, am 3.6., war auf einmal 2000 Abonnenten. Ich hatte zwischendurch einfach mal reingeguckt. Boah, das ist ja so genial. Ich nehme jetzt ungefähr 2 Jahre auf mit den langen Unterbrechungen. Toll. Finde ich gut, dass ihr mir so die Treue haltet und auch noch immer wieder neue dazukommen. Es wird bei mir keine Verlosung geben, weil ich tatsächlich nichts habe, was ich verlosen könnte. Und ich mache selber bei Verlosungen nie mit, muss ich dazu sagen. Und ich weiß nicht, also irgendwie, ach, ja, ich könnte natürlich vielleicht noch mal so eine Tasche verlosen. Vielleicht überlege ich es mir noch mal. Mal gucken. Nur die sind wirklich, die sind sehr, sehr teuer. Also diese hier hat, ich glaube, 28 € gekostet oder so. Und das finde ich schon viel Geld für so eine Projekttasche. Wobei, das ist ja eigentlich eine Kulturtasche, weil die ist ja von innen
mit Wachstuch ist das nicht, halt abwaschbar, ne? Aber das ist schon eine Menge Holz, muss ich sagen. Muss ich mal gucken. Ja, also vielen, vielen Dank für eure Treue, für die neuen Abonnenten. Vielleicht kommen ja noch mehr dazu. Seitdem ich wieder aufgenommen habe, das ist ja jetzt das dritte Video dieses Jahr, sind schon sehr, sehr viele wieder dazugekommen. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Vielen, vielen Dank euch allen. Auch die, die das Abo nicht gelöscht haben und sich eher gefragt haben, kommt sie denn nochmal wieder, die mir die Treue gehalten haben. Vielen, vielen Dank an euch. Und auch vielen Dank für die vielen tollen Kommentare. Die Fragen beantworte ich ja immer. Ansonsten gebe ich ein Herzchen. Das mache ich auf alle Fälle. Und wenn ich kein Herzchen gegeben habe, dann habe ich es tatsächlich übersehen. Ich versuche immer, gebe mir mal Mühe, das zu tun. Ja, vielen, vielen Dank an euch. Es macht mir auch immer Spaß aufzunehmen. Ich fand es auch doof, dass ich jetzt die Zeit nicht hatte. Und gestern hatte ich eigentlich gar keine Lust und dann war es zu spät, dann ist es zu dunkel hier. Weil die Wohnung ist toll. Die ist auch jetzt richtig schön kühl. Also es ist angenehm. Ich war gerade noch mal eben draußen eine rauchen. Ich sitze jetzt an der langen Wand und die Wand hinter mir ist 7,50 Meter. Das heißt, das Licht, jetzt ist auch Schatten nachmittags, Gott sei Dank. Je weiter es nach hinten geht, umso dunkler wird es natürlich. Und ich kann das gar nicht ausleuchten, weil so viel Licht habe ich gar nicht. Was hier jetzt steht, ist eine Schreibtischlampe. Ich habe irgendwo noch so eine große Lampe, aber da muss ich immer blinzeln, weil die so sehr, sehr hell ist. Die ist noch aus früheren Zeiten. Ja, das war's dann jetzt soweit. Dann haben wir jetzt fast eine Stunde voll. Ja, nicht ganz. 50 Minuten ungefähr mit Vor- und Abspann 55. Ich sage ganz, ganz, ganz lieben Dank an euch. Wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns bald wieder. Und dann gibt es auch bestimmt wieder mehr zu zeigen, was ich fertig habe. Weil diese ganzen Projekte in Arbeit, Entschuldigung, unter mir ist die Tiefgarage. Und da sind natürlich Feuerschutztüren, Metalltüren. Und es gibt hier so ein paar nette Nachbarn, die kennen dieses Wort Türklinke nicht. Und dann knallen die Türen zu, dass hier im Erdgeschoss. Ey, das ist eine Lautstärke, das ist nicht mehr normal. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, wahrscheinlich nicht. Ja, jetzt wieder draußen auch. Es ist immer, glaube ich, derselbe. Aber egal. Kleinigkeiten, über die mich eigentlich nicht mehr aufregen sollten. Tue ich aber. Ich bin nun mal so. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, ihr Lieben. Bis bald. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ja, was man nicht im Kopf hat, ne? Wenn man sich keine Notizen macht. Und zwar habe ich doch die Decke angefangen, die von beiden Seiten gleich aussieht, wo die Farbe rechts oder links halt eine Farbe dominiert. Denn meistens macht man es in Kontrastfarben. Die hatte ich ja wieder geribbelt, weil mir das zu umständlich war. Aber Quatsch, zu umständlich, zu langweilig war. Ich hab's nun, kann euch das jetzt auch nicht zeigen. Aber eine Zuschauerin von mir. Ja, ganz toll. Mein Handy liegt woanders. Moment. Die liebe Carmen. Ich blende euch gleich noch Fotos ein. Ich zeige es euch jetzt erstmal so. Hat in dieser Technik ein super tolles Tuch gestrickt. Und zwar hat sie mir erlaubt, dass ich die Fotos verwenden darf. Ich hatte ja letztes Mal gezeigt, dass ich da so Testfotos von Teste von gemacht hat, von wegen, wie ich das Tuch mache. Und sie hat das gestrickt. Die liebe Carmen ist jetzt übrigens auf Mallorca. Oh, die hat das so gut. Da hat sie es auch fotografiert auf ihrer Terrasse. Ich zeige euch das jetzt erstmal so. Man sieht da ein bisschen was. Oder auch nicht. Na. Ah. Moment, ich versuche es nochmal so. Ja, jetzt sieht man es. Wunderschönes Tuch. Ganz toll. Ich glaube, sie hat es Bonbonfarben genannt. Und dann hat sie mir auch nochmal ein Foto dazu geschickt mit dem Rand. Wie gesagt, ich hänge euch die Bilder hinten dran. Die andere Seite, so dass ich verdeckt bin. Müsste es eigentlich gehen. Und da sieht man das auch ganz genau, wie sie das, dass sie das so gemacht hat. Ich finde das wunderschön. Habe das jetzt mal ein bisschen vergrößert. Moment.
Und hier nochmal hat sie nochmal so ein Detailfoto gemacht. Moment, ich muss verdeckt sein. So. So, seitenverkehrt, deswegen mache ich das immer falsch. So, also wirklich wunderschön. Liebe Carmen, vielen, vielen Dank für das zur Verfügung stellen der Fotos. Ich finde dieses Tuch einfach toll und werde bestimmt auch noch mal eins machen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder auf der Insel. Obwohl, jetzt wäre es mir wahrscheinlich schon wieder zu heiß. Aber egal. So, jetzt bin ich aber wirklich hoffentlich wirklich durch. Ich habe den jungen Mann eben angesprochen, der immer die Türen so knallt. Natürlich keine Reaktion. Ja, mache ich. Und dann ging er raus und boom, gingen wieder die Türen. Naja. Egal. So, ihr Lieben. Bis bald und danke. Ciao.